Hallo liebe Freunde, willkommen zu unserem neuen YouTube-Video. Merhaba arkadaşlar, wir sind yeni videoya hoş geldiniz. Vielleicht könnt ihr das schon im Titel lesen oder wenn nicht, erfährt ihr es jetzt ja gleich. Ich will eigentlich auch gleich zur Sache kommen, weil ich gar nicht weiß, wie ich dieses Thema anspreche. Es ist echt heftig eigentlich für mich, um ehrlich zu sein. Mum und ich haben natürlich auch in der Vergangenheit, vielleicht auch in den Videos erwähnt, immer natürlich auch von euch kam das Thema sehr oft Kinder. Ist doch selbstverständlich. Wir lieben uns, das ist ein Traum und inshallah, so Gott will, war das immer ein Traum von uns, auf jeden Fall. Julia. Ich habe mich schon heute voll geheult. Also ich habe schon voll geheult. Ich musste mich echt zusammenreißen. Ich habe auch schon meine Freundin angerufen. Ihr könnt euch eh denken. Ich habe heute einen Test gemacht, weil ich eben überfällig war. Und ich, also es ist überkrass für mich. Es ist überkrass. Ich kann das nicht in Worten erklären. Mir gingen heute schon tausend Sachen durch den Kopf. Ich habe mich heute schon voll geheult. Ich bin auf jeden Fall glücklich. Auf jeden Fall, das ist keine Frage. Ich bin ein bisschen unter Schock. Vielleicht verstehen das auch sicherlich verstehen das sogar manche. Es ist einfach nur mega heftig. Ich freue mich extrem. Mo weiß es noch nicht. Ich habe es erst vorhin gemacht. Es ist gerade knapp vor 6 Uhr und um 6 hat er aus, wird er noch nach Hause kommen. Dabei weiß es nur meine Freundin, die ist schwanger. Ich habe mit ihr auch schon telefoniert. Sie hat sich urgefreut natürlich, dass sie schwanger ist. Ich habe mich auf. Oh, ich kann euch nicht erklären, wie ich geweint habe und wie ich mich gerade fühle. Ich kann das einfach nicht in Worten erklären. Vielleicht, wenn ich mich ein bisschen mehr zusammengerissen habe, erkläre ich es euch genauer oder rede besser darüber. Ich weiß einfach nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich bin auf jeden Fall glücklich, das ist nicht die Frage, Leute. Auf keinen Fall. Ja, ich bin gespannt, wie Momo darauf reagiert. Es ist so heftig. Leute, jeder hat einen Plan. Und das Leben hat einen eigenen Plan. Egal was man plant, egal was man vorhat. Manches klappt nach Plan, manches läuft nach Plan. Und wir hätten eine größere, wir hatten, einer unserer größten Ängste war, das ist ein Traum, nicht erfüllt werden würde. Das war einfach eine große Angst von uns. Und keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll, Leute. Oh Gott. Ich werde Mo das jetzt dann erzählen. Ich habe da ein bisschen was geplant, so ein Szenario eigentlich. Keine Ahnung, ich denke mir, es gehört dazu ein bisschen. Ich hatte jetzt auch nicht so viel Zeit, um das zu überlegen, um ehrlich zu sein. Ich bin jetzt vorhin von der Arbeit gekommen auch und ich möchte es ihm auch eigentlich direkt sagen, weil ich möchte das mit ihm teilen. Ich glaube, das ist auch verständlich. Ich habe ihm, also auf jeden Fall werde ich ihm diesen Test zeigen, wo halt eben selbst 3 Wochen stehen. Ach, das ist so krass, Leute. Das ist so überkrass. Ich war jetzt nach der Arbeit noch schnell was einkaufen. Also, ich habe das vom H&M gekauft. Das gab es in so einem ganzen Set. So was. Ist das nicht mega süß? Ich bin mega gespannt auf seine Reaktion. Und bin eigentlich uraufgeregt. Das ist so süß. Ich habe so vor, ich weiß nicht, ich werde es wahrscheinlich eben, es tut mir leid, Leute, für mein Stottern, für meine, für wie ich gerade rede einfach. Ich habe so vor, dass wenn er
Also normalerweise, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, geht er zuerst ins Schlafzimmer, um eben seine Sachen abzulassen, beziehungsweise um sich umzuziehen. Und da werde ich noch nichts machen. Wahrscheinlich werde ich so machen, dass ich danach nochmal ins Schlafzimmer gehe, also habe ich es auf jeden Fall geplant. Und keine Ahnung, dass ich diese Sachen vielleicht irgendwie einwickeln. So habe ich es geplant halt. Leute, wie es im Endeffekt sein wird, werdet ihr dann eh sehen. Ich bin mega gespannt. Also das ist über krass immer noch. Ist positiv? Ich bin falsch, nicht voller. Jin für gekommen. Ah, wie ist denn? Ist das Woche? Ja. Ich war auf alles? Ja. Ah, ich komm. Tamam. Scheiße, du bist schwanger. Boah, ich kann es nicht mehr sehen. Ist so heftig. Wo bekommen wir Kind? Wo, nein, wir bekommen ein Kind? Aber das soll ein feines Drink. Oh mein Gott. Was kommt, ich bin schwanger. Wieso weinst du? Wieso weinst du? Warum? Oh, wir bekommen ein kleines Baby. Oh, ich will. Weg. I love my daddy. Aber oh, können wir aufpassen auf Baby? Schon, ja. Egal, die ersten Wochen werden schwer. Oh, wir bekommen ein kleines Chin-Chin-Tier. Ich freue mich, Wallah, ich meine es ernst. Wallah, ist so schön. Aber du bist zu uns. Willkommen, Bertini, Schwerdermütter. Das hier ist Malika. Ey, Sophia, wir machen auf Zeit. Wieso sagst du eher, vielleicht mit sie? Mord, diese Probleme gibt es auch nicht.